Menschen manipulieren. Wie böse fühlt sich das für dich an? Ein anderes Wort für manipulieren wäre zum Beispiel beeinflussen. Schon etwas weniger dramatisch, oder? Manipulieren oder beeinflussen, beziehungsweise im Neudeutschen influenzen. Was bedeutet das eigentlich? Und wie können wir Verkäufer das für uns nutzen? Egal welches der Wörter du für dich benutzt, im Grunde beschreiben sie alle dasselbe. Es geht darum, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dein Gegenüber eine Handlung einnimmt, die du dir eben wünschst. Eines der am meist verkauftesten Bücher ist das Buch von Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Es hätte also auch How to Win Friends and Manipulate People heißen können. Also löst dich bitte von diesem Gedanken, dass Manipulieren etwas Evil, etwas Böses ist. Wenn ich also ein Video erstelle, wo es um das Thema Manipulieren von Menschen geht, dann geht es darum, dir Strategien, Methoden und Wordings beizubringen, wie du dich selbst am besten präsentieren und deine Produkte und Dienstleistungen von der allerbesten Seite verkaufen kannst. Kann man einige dieser Methoden für negative Zwecke nutzen? Ja, mit Sicherheit. Das ist halt wie mit dem Geld. Du kannst Geld nutzen, um damit Gutes zu bezwecken oder um Schaden anzurichten. Also, tu uns alle den Gefallen und teile dieses Video nur mit positiven Menschen. Verkauf hat sehr viel mit Psychologie und mit dem menschlichen Verhalten zu tun. Vor allem mit dem unterbewussten Verhalten. In diesem Video zeige ich dir 5 Methoden, wie du Menschen so beeinflussen kannst, dass sie das tun, was du eben möchtest. Sei es, dich zu mögen, sich in eine Idee von dir zu verlieben, dein Produkt zu kaufen, einen Termin bei dir zu buchen oder was es auch immer ist. Manipulation Nummer 1, mach es zur Idee von deinem Gegenüber. Denn niemand mag es gesagt zu bekommen, was man tun soll. Wenn du also sagst, kauf mein Produkt, es wird dein Problem XY lösen, dann ist es lang nicht so powerful, wie wenn dein Interessent selbst die Idee hat, dass dein Angebot die ideale Lösung für sein Problem ist. Ergibt doch Sinn, oder? Also, wie macht man das jetzt genau? Lass mich dir erklären, wie das Ganze geht. Und dann anschließend gebe ich dir nochmal ein Beispiel, um das Ganze zu veranschaulichen. Stell dir ein Verkaufsgespräch folgendermaßen vor. Du pflanzt am Anfang einen Samen ins Gehirn deines Interessenten. Im Laufe des Gesprächs nährst du diesen Samen. Ja, stell dir sinnbildlich jetzt mal vor, wie du den Samen gießt und daraus eine Pflanze entsteht. Die Pflanze symbolisiert den Moment, wo es zur Idee von deinem Gegenüber wird, bei dir zu kaufen. Nehmen wir an, du verkaufst eine Softwarelösung für Restaurants. Anstatt zu sagen, ihr nutzt ja noch Papierkalender, um eure Tischreservierungen einzutragen. Kauf besser meine Softwarelösung, dann ist alles leichter für dich. Ist es eben klüger, mit Beeinflussungsfragen zu arbeiten? Zum Beispiel, ich weiß, dass viele Restaurants ihre Tischbuchungen mit einem klassischen Terminkalender dokumentieren. Magst du mir verraten, wie ihr das aktuell macht? Nun würde dein Interessent erzählen, dass er das eben auch so macht. Dann fragst du ihn, wie aufwendig das Ganze im stressigen Servicealltag ist, wenn das Telefon die ganze Zeit klingelt und alle Mitarbeiter im Service ihre Tischreservierungen selber mit dem Stift eintragen. Dadurch intensivierst du das Problem. Eine weitere Frage könnte sein, ob er sich schon mal Gedanken gemacht hat, eine etwas angenehmere Lösung zu nutzen. Damit machst du ihm sein Problem nochmal bewusst. Wir Menschen neigen dazu, Dinge auszublenden, die uns eigentlich stören, weil wir sie dann irgendwann akzeptiert haben. Es ist wichtig, dass man ab und an jemand hat, der einem aufzeigt, dass eine Situation eigentlich eine Situation ist, die man nicht mag, die einen sogar nervt. Und du solltest dann eben diesen Samen pflanzen, der dazu gedeiht, diese Situation dann wirklich ändern zu wollen. Nun gehst du von der Problemebene auf die positive, die Wunschsituation und zeigst deinem Gegenüber auf, wie. Das kannst du machen, indem du fragst, in einer idealen Welt,
wie hättest du gern, dass dieses Problem gelöst wird? Anschließend musst du dann nur noch sagen, okay, cool, wenn du eh auf der Suche nach solch einer Ideallösung bist und ich davon absolut überzeugt bin, dass das, was wir machen, ideal für dich passt, würdest du mehr erfahren wollen? Somit wird es ein Stück weit zur Idee deines Interessenten, mehr über deine Lösung zu erfahren. Schreib dir folgendes Wording auf, das ideal für diese Strategie ist. Tobi, ich bin nicht der Typ, der dir erzählen will, was du tun sollst. Wenn du eh nach einer Lösung suchst, kann ich dir gerne aufzeigen, wie wir das Thema für zahlreiche unserer Kunden gelöst haben. Soll ich? Also, erzähl den Leuten nicht, was sie tun sollen. Pflanze einen Samen, nähre ihn und sorge dafür, dass sie es sind, die wollen, was du anzubieten hast. Die nächste Manipulation, also Manipulation Nummer 2, ist eine visuelle Manipulation. Diese Strategie ist mit zahlreichen Studien hinterlegt. Und zwar ließ man einen attraktiv aussehenden Mann in einer Shopping Mall Frauen ansprechen. Seine Aufgabe war es, die Frauen nach ihrer Telefonnummer zu fragen. Das war quasi der Verkauf. Der Mann sprach die Frauen vor unterschiedlichen Geschäften an. Einem Elektrofachgeschäft, einem Bekleidungsladen, einem Café und einem Blumenladen. Was glaubst du, vor welchem Geschäft hat er mit Abstand die meisten Telefonnummern bekommen? Vor dem Blumenladen. Der Blumenladen kreiert ein romantisches Bild, das Frauen dazu manipuliert, in den Gedanken eines Dates zu investieren. Als man die Frauen anschließend fragte, ob der Blumenladen einen Einfluss auf ihre Entscheidung hatte, die Telefonnummer rauszurücken, sagten sie alle nein. Das war der Beweis, dass ihre Entscheidung unterbewusst manipuliert wurde. In einem anderen Test gab man dem Mann unterschiedliche Gegenstände in die Hand. Zahlreiche Frauen sprach er an. Der Gegenstand, der mit Abstand dafür sorgte, dass er die meisten Telefonnummern bekam, war ein Gitarrenkoffer. Wieder äußerten die Frauen, dass der Gitarrenkoffer keinerlei Einfluss auf ihre Entscheidung hatte. Was kannst du also tun, um Menschen zu beeinflussen, sie zu manipulieren, dich mehr zu mögen? Bei einem Verkaufsgespräch reicht es häufig schon aus, eine Brille zu tragen oder ein Familienfoto im Hintergrund stehen zu haben. Menschen mit Brille, denen vertraut man mehr, ebenso Familienmenschen. Das Coole ist, dass man visuell nicht nur mit einem Gegenstand, ja, wie einer Brille oder einem Hintergrund, wie mit einem Bild, Menschen beeinflussen kann, sondern auch mit dem Einsatz der Hände. Wenn ich zum Beispiel sage, könntest dein Geschäft mit dieser Strategie von hier zu diesem Punkt skalieren, dann habe ich visuell Wachstum demonstriert, weil einmal etwas zu sehen überzeugt mehr als 1000 Worte. Manipulationstechnik Nummer 2 ist also diese visuelle Manipulation. Hi, Timo hier. Viele von euch kommentieren, dass sie Hilfe brauchen. Tu dir selbst den Gefallen, schreib mir jetzt bei WhatsApp 0173 931 5865. Ich helfe dir bei was auch immer du Hilfe benötigst. Und hey, in meiner Beschreibung findest du einen Link zu meinem Linktree. Dort findest du kostenlose Challenges und E-Books, die dich beflügeln, zum Top-Verkäufer in deiner Branche zu werden. Also, zurück zum Video. Kommen wir zu Manipulation Nummer 3. Pre-Frame. Diese Technik bereitet dein Gegenüber auf etwas vor und manipuliert ihn damit subtil. Hier ein Beispiel. Der Preis deiner Unternehmensberatung beträgt, sagen wir mal, 5000 Euro. Häufig hast du schon die Reaktion bekommen, dass dein Produkt zu teuer ist. Mittlerweile hast du selbst schon Angst, den Preis zu nennen, weil du gleich weißt, welche Reaktion du bekommen wirst. Nutze dieses Pre-Frame-Wording und sehe selbst, was passiert. Offensichtlich kann ich dir dafür keine 30.000 Euro berechnen. Obwohl klar ist, dass du damit weitaus mehr als 30.000 Euro zusätzlich verdienen wirst, wenn du unsere Beratung beanspruchst. Der Preis für unsere Unternehmensberatung liegt bei 5.000 Euro. Jetzt hat das Unterbewusstsein von deinem Gegenüber einen Vergleich, bei dem die 5.000 Euro verglichen mit den zuvor erwähnten 30.000 Euro relativ klein wirkt. Hier ein weiteres Beispiel. Leute werden auf der Straße angesprochen, um einen neuen Energy Drink zu probieren. Viele, die angesprochen wurden, sagten nein. Als man dann bei der Ansprache eine kleine Veränderung vornahm und die Passanten zuvor gefragt hat, ob sie sich selber als abenteuerlustig sehen, waren die Antwortraten, ja, ich würde es gern probieren, plötzlich um ein Vielfaches größer.
Manipulation Nummer 3 war also der Preframe vor deiner Handlungsaufforderung. Manipulation Nummer 4 ist eine digitale Manipulation. Wenn wir für unsere Kunden oder für unsere eigene Lead-Generierung Sales Funnel, also Landing Pages erstellen, dann gehen wir stets verkaufspsychologisch auf diesen Seiten vor. Der Hintergrund auf solch einer Seite kann Menschen beeinflussen, wie sie dein Produkt wahrnehmen. Eine Studie veranschaulichte diese Manipulation ziemlich gut. Zwei Online-Shops, die absolut identisch waren, verkauften Sofas. Der einzige Unterschied der Seiten, der einzige Unterschied vom Online-Shop war der Hintergrund. Eine Seite zeigte im Hintergrund unterschiedliche Coins, unterschiedliche Cent-Münzen. Die andere Page hatte im Hintergrund Wolken. Nachdem die Testpersonen sich eine Couch, ein Sofa ausgesucht hatten, mussten sie einen Fragebogen ausfüllen. Die Testpersonen, die auf der Page waren mit den Wolken im Hintergrund, haben sich für ein Sofa entschieden, das ihrer Meinung nach den meisten Komfort hatte. Die Personen, die sich auf der Seite befanden mit den Coins im Hintergrund, haben sich dafür entschieden, ein Sofa auszusuchen mit dem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Interessanterweise gaben alle an, dass der Hintergrund keinen Einfluss auf ihr Such- bzw. auf ihr Kaufverhalten hatte. Ähnlich verhält es sich mit Sternebewertungen oder Testimonials. Obwohl viele glauben, dass Bewertungen gefälscht sind oder Testimonials eher Marketing ist als wirkliche Referenzen, so haben sie trotzdem eine positiv manipulierende Wirkung auf den Interessenten. Alright, kommen wir zu Manipulation Nummer 5, die visuelle Sprache. Es geht darum, Bilder im Kopf deines Gegenübers zu malen. Als Steve Jobs den iPod vorstellte, sprach er nicht von Megabytes oder Gigahertz. Weißt du noch, was er sagte? Seine Worte waren 1000 Songs in deiner Tasche. This amazing little device holds 1000 songs and it goes right in my pocket. Wenn du deinem potenziellen Kunden also erzählen möchtest, dass er mit den Fehlern in seinem, keine Ahnung, Sales-Prozess jeden Monat 5000 Euro Umsatz flöten lässt, dann sag zu ihm, durch diesen Fehler verlierst du jedes Jahr einen Mercedes-Benz C-Klasse. Oder wie wäre es damit? Wenn du Finanzdienstleister bist und deinem Kunden Kapitalanlagen verkaufst, dann sag beim nächsten Mal Folgendes. Das nächste Produkt, was ich Ihnen jetzt vorstelle, habe ich selbst meiner Mutter empfohlen, dass sie hier unbedingt ein paar hundert Euro investieren soll. All diese Sätze projizieren Bilder in den Köpfen deiner potenziellen Kunden. Ich bin gespannt, welcher dieser Manipulationen du als allererstes bei deinen Interessenten ausprobieren wirst. Nutzt du vielleicht bereits die ein oder andere Strategie? Wenn ja, welche? Schreib es mir in die Kommentare. In diesem Sinne, dein Freund und Mentor, Timo Sönbauer. So, und für die ersten 5, die fleißig, fuchsig und schnell sind und kommentieren, verschenke ich mein Buch Der Kellner, der wie ein Anwalt verdient. Wir schicken dir dein Exemplar als Geschenk bis an die Haustür.